So, also schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen von mir. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein DHH-Online-Seminar anbieten können zum Thema, das uns am Herzen liegt, nämlich die juvenile Form der Huntington-Krankheit. Eine seltene Form, über die wir noch viel lernen können. Und dazu haben die Sonja und die Anne angeregt, wofür ich euch schon mal herzlich danke. Und der Professor Dr. Carsten Saft und der Dr. Janis Achenbach, beide aus der Ruhr-Uni Bochum, haben sich für diesen Vortrag heute bereit erklärt. Auch dafür ab schon mal vielen Dank. Bevor wir loslegen, möchte ich jetzt noch was zur Technik erklären für Sie als Teilnehmende und was zwei, drei Worte zur Deutschen Huntington-Hilfe. Sie sind für uns nicht sichtbar, nicht hörbar, haben aber durchaus die Möglichkeit, noch ermuntere ich Sie auch zu, uns Fragen zu stellen, gerne schon während des Vortrages. Und zwar gibt es am unteren Bildschirmrand einen F- und A-Knopf. Wenn Sie da draufdrücken, können Sie eine Frage einstellen. Und wenn Sie diesen kleinen Haken setzen bei anonym senden, sehen wir auch Ihren Namen nicht. Und ansonsten, die Sonja wird das machen, Ihre Frage vorlesen. Aber wir werden den Namen nicht nennen. Das soll möglich sein, dass Ihre Fragen loswerden. Ansonsten kurz zur Deutschen Huntington-Hilfe. Wir sind die Selbsthilfeorganisation und Patienteninteressenvertretung für die Huntington in Deutschland. Schon seit über 50 Jahren. Wir sind bundesweit vertreten mit vielen regionalen Ansprechpartnern, aber auch mit einer zentralen Geschäfts- und Beratungsstelle, wo man sich auch hinwenden kann für individuelle Fragen. Zu unseren Angeboten gehören der Austausch, insbesondere für die ganzen Betroffenen, ihre Angehörigen, ihre Familien, um sich unter Gleichgesinnten ja einmal alles von der Seele zu reden, eine Fragen zu stellen. Merken, dass man nicht allein ist, uns ganz wichtig. Infoveranstaltungen, so wie heute, auch online. Aber auch für spezifische Zielgruppen bieten wir das. Wir haben einmal im Jahr eine Jahrestagung, dieses Jahr wieder im Oktober, wo wir auch wieder diesmal in Präsenz einladen dürfen. Darüber hinaus gibt es unsere Vereinszeitschrift, das ist der Huntington Kurier, und unsere Website mit vielen Informationen. Wer bei uns Mitglied ist, bekommt den Huntington Kurier zugeschickt. Der ist gerade wieder im Versand, habe ich heute erfahren. Bekommt vergünstigtes Infomaterial und günstige Preise, wenn man zu Veranstaltungen kommt. Aber wir haben auch finanzielle Unterstützung für unsere Familien, für die Mitglieder. Ja, ist Teil der Gemeinschaft und stärkt uns einfach auch. Das ist uns ganz wichtig. Genau, und jeder, der nicht Mitglied ist oder nicht Mitglied ist, kann auch so für uns Gutes tun, indem man nämlich bei Amazon Smile einkauft. Also ich will gerade noch keine Werbung für Amazon, aber wer das eh tut, der kann über Smile einsteigen und der DHH was Gutes tun. Und das ist ohne Extrakosten und für uns ein ganz nettes Zubrot. So viel erstmal von mir vorweg. Und jetzt freue ich mich auf den Vortrag und vorab gebe ich nochmal das Wort an die Sonja Skopo weiter, die bei uns auch im Beirat aktiv ist und vielleicht nochmal zwei, drei Worte sagen, ja doch mehr, zum Thema heute. Ja, danke dir, Michaela, für die Einleitung und herzlich willkommen zu unserem Seminar zur juvenilen Form. Und danke auch an Professor Dr. Carsten Saft und Dr. Janis Achenbach, dass sie sich die Zeit genommen haben und für dieses Seminar. Ja, zu mir, wie Michaela schon sagte, ich bin im Beirat bei der Deutschen Huntington-Hilfe als Vertreter der Menschen mit Huntington-Risiko und wir haben immer mehr Anfragen bekommen von Müttern mit kleinen Kindern oder auch über die sozialen Netzwerke sind immer mehr Familien uns herangetreten und die Anne und ich, wir sind da sehr ambitioniert, dass wir das auch die Fragen beantworten und sind dann zum Schluss gekommen, dass es mal an der Zeit wäre, dass wir was für Familien machen, dass wir die Familien miteinander verknüpfen. Und da ist uns aufgefallen, dass wir über die juvenile Form auch nicht so viel wissen und sind da an Herrn Professor Dr. Carsten Saft herangetreten, weil wir gesagt haben, wir bei uns, unsere Mütter hatten die spät manifestierende Form und die beiden sind dann so lieb, dass sie uns das dann auch mit erklären. Und ja, wir haben dann auch gesagt, dass wir bundesweit Online-Treffen veranstalten wollen. Und wer mehr wissen möchte, kann sich ja dann gerne an uns wenden. Die Kontaktdaten, die geben wir euch dann noch am Ende durch. Da gebe ich mal kurz an die Anne weiter. Ja, auch ein Hallo von mir. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Vortrag euch präsentieren dürfen, weil es liegt uns sehr, sehr am Herzen auch. Ich selber bin noch ungetestet, aber Mama von zwei Kindern, von daher weiß ich auch genau, wie es euch auch geht
oder gehen könnte, wenn ihr schon getestet seid, aber die Kinder noch klein sind. Von daher, wir haben die gleichen Ängste. Ich weiß genauso wenig wie ihr. Von daher freue ich mich darauf, mit euch dieses Thema auch zu starten. Meine Mama war selber sehr, sehr lange krank. Die ist 2018 verstorben und ist ein sehr, sehr großes Vorbild für uns alle gewesen. Betreut wurde sie vom Herrn Professor Dr. Carsten Saft und aus Bochum. Und ich freue mich einfach, dass ihr heute die Zeit habt, uns einfach noch ein bisschen mehr den Einblick zu geben. Und ja, ich bin gespannt auf euren Vortrag und ich freue mich auf euch und auf den tollen Austausch, den wir hiermit anstoßen möchten. Und wir möchten alle ermuntern, dann auch dabei zu bleiben. Genau. Habt viel Spaß dabei, auf alle Fälle auch. Nicht nur das ernste Thema sehen, das ist auch immer ganz wichtig bei uns. Ja. Dann übernehme ich mal. Ja, gerne. Liebe Michaela, liebe Sonja, liebe Anne, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ganz, ganz toll. Ein Thema, was ich glaube, das sieht man mich gar nicht. Kann das sein? Doch, klappt. Ein spezielles Thema und ich glaube deshalb auch sehr schön, dass es vielleicht auch online zu sehen ist danach, wenn jemand dann doch Interesse hat, dass er danach gucken kann. Ich freue mich, dass ich das zusammen mit dem Jannis machen kann. Wir sind beide in der Neurologie im St. Josef Hospital und wie es der Zufall will, hat der Jannis in den letzten 1-2 Jahren einige Enroll-Daten aus der großen Beobachtungsstudie ausgewertet und auch Daten von uns selber, wie er vorstellen wird, ein bisschen zur Häufigkeit, weil es da sehr große Unterschiede gibt. Wir haben uns das so gedacht, dass wir das abwechselnd vor einem Monitor machen, deshalb jetzt mit Maske und jetzt uns trennen und dann kann ich erstmal ohne Maske vielleicht weitermachen. Und wir sehen unser Gesicht auch dann dazu. Ich glaube, das ist einfacher. Ne? Genau. Okay, dann übernehmen wir. Dann haben wir mal den Bildschirm, würde ich sagen. Ja, genau. Auf den grünen Knopf unten. Müsste der richtige sein. So, wird das? Kann sehen? Unterlage ist sichtbar, ja, klappt. Okay. Gut. Die Idee ist, dass ich erstmal ein bisschen zu den Grundlagen erzähle, vielleicht auch etwas, was zur Forschung passiert. Das ist natürlich auch für erwachsene Patienten so, dass und da so ein bisschen auch zur Pathophysiologie, wo es vielleicht anders sein könnte. Es ist vieles noch nicht klar und auch bei den Zahlen ist vieles noch nicht so klar. Und ich will das nicht zu extensiv machen, weil sich das auch wiederholt, auch bei den anderen Vorträgen, aber dass man vielleicht eine Idee hat, hoffe ich, dass das funktioniert. Wir arbeiten als Huntington-Zentrum in Bochum zusammen mit der Neurologie im St. Josef Hospital und der Genetik, Professor Guyen an der Ruhr-Uni, schon seit über 25 Jahren. Ich stelle auch immer gerne die Interessenskonflikte vorher einmal vor. Da machen wir natürlich viele Studien und arbeiten dort auch mit Pharmafirmen zusammen. Diese Pharmafirmen bezahlen uns dafür, dass wir auch die Studien oder entschädigen uns dafür, dass wir diese Studien durchführen. Deshalb habe ich dort bei Forschungsfinanzierung einiges stehen, wovon aber die Institution, das St. Josef Hospital, also meine Klinik, mein Arbeitgeber etwas hat und ich persönlich nichts habe letztlich. Ich habe von ein paar Vorträgen etwas, das ist auch nicht besonders viel und nehme bewusst keine Beraterverträge oder sowas an, weil ich auch die Leitlinien für die Huntington-Erkrankung schreibe und auch da ist wichtig, ist möglichst eben keine Interessenskonflikte zu haben, die relevant sind. Und auch Herr Achenbach hat keine wesentlichen Interessenskonflikte anzugeben. Für die Huntington-Erkrankung, für die Genetik, das kennen Sie wahrscheinlich alle, ist es eine autosomal dominant vererbte Erkrankung. Das heißt, es reicht, wenn ein Elternteil, Vater oder Mutter, erkrankt ist. Und es ist eine CAG-Repeat-Erkrankung. Das heißt, in diesem großen Huntington-Protein gibt es eine kleine Stelle am Exon 1, wo immer wieder wiederholt CAG, CAG, CAG und so weiter hintereinander kommt. Und ob ich erkranke oder nicht, entscheidet sich an der Anzahl dieser CAG-Wiederholungen oder auf Englisch eben CAG-Repeats. Ich habe aber zweimal das Gen, einmal vom Vater, einmal von der Mutter, das nennt sich Allel. Und deshalb stehen auch auf dem genetischen Befund immer zwei Allele, Allel 1 und Allel 2, für jemanden, der nicht erkrankt.
ist das in der Regel hier diese blauen 9 oder vielleicht auch 25 CAG-Repeats. Sie sehen, ganz viele haben 17 CAG-Repeats. Dann erkrankt man nicht, dann funktioniert dieses Protein gut. Das Huntington-Gen hat jeder Mensch, das braucht jeder Mensch. Wenn es aber zu lang wird, und da ist die Grenze 36 bis 39 unvollständig und dann ab 40 eindeutig Wiederholungen dieser CAGs. Und Sie sehen, viele Patienten haben ungefähr 40, 45 CAG-Repeats. Das ist das, wo sehr, sehr viele Patienten liegen. Selten kann es aber auch länger sein, 60, 70, 80 oder sogar noch viel länger. Und das, was man auf der rechten Seite sieht, und das ist jetzt relevant für unseren Vortrag hier mit der juvenilen Huntington-Erkrankung, oder eigentlich ist der Titel schon schwierig, eigentlich müsste man heutzutage pädiatrische Huntington-Erkrankung oder auch Westphal-Variante sagen, das ist eben, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Länge der CAG-Repeats, hier sind sie bei 40, hier hinten sind sie bei 60, 70, 80, und dem Erkrankungsbeginn. Es gibt eine sogenannte inverse Korrelation, einen Zusammenhang. Man sieht das hier, man kann hier so eine Kurve durchlegen eigentlich. Und wenn ich besonders lange CAG-Repeats habe, so 60, 70, 80, dann können es eben, wie man hier sieht, Kinder oder Jugendliche sein, die erste Beschwerden haben. Man sieht hier diese vereinzelten Punkte. Man sieht, dass es eben auch selten ist, wo dann tatsächlich auch mit 10 Jahren oder sowas hier jemand die ersten Beschwerden hatte. Das, wo die meisten anderen liegen, diese 40 bis 45 CAG-Repeats, das ist eben das zwischen dem 40., 50., 60. Lebensjahr. Man sieht, dass es da auch riesige Schwankungen gibt. Das ist eben das, wo die meisten Patienten erkranken. Das alles bezieht sich hier auf den motorischen Erkrankungsbeginn. Dabei kann es sein, dass es psychische Beschwerden, Konzentrationsstörungen auch schon Jahre vorher gibt. Nur wissen wir dann oft nicht, woran es tatsächlich liegt, ob es vielleicht eine andere Ursache hat, ob es daran liegt, dass Vater oder Mutter erkrankt sind, ich mich darum kümmern muss, oder ob ich mir auch Sorgen mache, was mit mir selber ist. Und deshalb wird der motorische Erkrankungsbeginn im Moment immer noch als der sichere Erkrankungsbeginn angesehen, wohlweislich, dass es teilweise Jahre oder vielleicht Jahrzehnte vorher schon leichte Veränderungen geben können, die als Prodromalsymptom beschrieben werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es eben diesen CAG-Verlängerung mit dem Erkrankungsbeginn gibt. In der Regel ist es so, dass es zwischen den Eltern und zwischen den Generationen, also von Eltern zu der nächsten Generation, das relativ ähnlich ist. Und dann auch der Erkrankungsbeginn häufig in der Regel in der Familie sehr ähnlich ist. Wenn also Vater oder Mutter in einem bestimmten Alter erkrankt sind, dass dann häufig auch ich davon ausgehen muss, dass das für mich auch so ist. Es gibt aber einen Mechanismus, der nennt sich Antizipation. Das ist da jetzt mal aufgeschrieben. Den gibt es nicht nur bei der Huntington-Erkrankung. Das ist ein genetischer Mechanismus, der auch bei anderen Erkrankungen auftreten kann. Und der kann dazu führen, dass sich diese CAG-Länge verändert. Sie kann kontrahieren, also kürzer werden, was dann gut wäre. Aber sie kann sich auch verlängern. Und diese Antizipation, dazu kommt es, wenn die Keimzellen sich teilen. Und das passiert häufiger bei dem Mann, bei der Spermienproduktion, der Spermiogenese. Da gibt es ständig Zellteilung, als bei der Frau. Da ist es einmal, dass die Eizellen sich teilen und dann werden sie einmal im Monat freigegeben. Aber die Teilung ist nicht mehr so viel. Und deshalb kommt es eben zu dieser Antizipation sehr, sehr viel häufiger oder typischerweise, wenn die Erkrankung über den Vater vererbt wird. Und dann kann es eben sein, dass dann auf einmal ein Elternteil, eben typischerweise der Vater, paternal, sagen wir bei 42 oder 45 CAG-Repeats liegt, dann auf einmal in der nächsten Generation für Kinder das springen kann und diese 60, 70 oder 80 CAG-Repeats, da ist das eben ganz massiv passiert. Da ist es in der Regel so, dass es der Vater war, der erkrankt war. Ich hoffe, das ist verständlich, weil das ist so ein bisschen die Grundlage für die Genetik. Wie häufig das vorkommt, ist schwierig zu sagen. Da gibt es mir tatsächlich keine eindeutigen Zahlen bekannt. Und das kommt auch für das Ausmaß an. Je länger die CAG-Repeats sind, umso eher kann das mal passieren. Und es kann ein kleines bisschen sich verändern. Durchaus vielleicht etwas häufiger, aber dass es so massiv ist, glaube ich, das sieht man ja hier auch. Das ist eher die Ausnahme. Und da sieht man ja auch, dass das nur vereinzelte Fälle sind.
Wir haben vor ein paar Jahren zusammen mit dem Oliver Quirl aus England, aus Sheffield, das ist der Arbeitsgruppenleiter der Pediatric Working Group, einer Arbeitsgruppe auf dem, vom europäischen Huntington-Netzwerk. Und Sie sehen auch diejenigen, die dort beteiligt sind. Es sind auch hier aus Deutschland die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, Herr Reilmann, Herr Landwehrmeier und ich, die dort auch in dieser Arbeitsgruppe mit dabei sind und eben auch durchaus auch Kinder mit betreuen. Und in dieser Arbeitsgruppe haben wir überlegt, ob der Begriff juvenile Huntington-Erkrankung überhaupt noch richtig ist. Das ist ein Begriff, der sich, glaube ich, ja, historisch ein bisschen ergeben hat. Auch daraus, dass das Alter für eine Volljährigkeit früher 21 Jahre war. Und da ist die Definition, dass es Symptome der Huntington-Erkrankung, motorische Symptome der Huntington-Erkrankung vor dem 21. Lebensjahr oder hier sieht man es größer, kleiner gleich 20. Lebensjahr gibt. Für heutige Fragen ist das 18. Lebensjahr aber die Volljährigkeit und ein Kind ist definiert als unter 18. So, dass wir hier überlegen, ob man nicht eher pädiatrische oder kindliche Huntington-Erkrankung sagen müsste und dafür das Erkrankungsalter auf 18 reduzieren müsste. Das alles hat den Hintergrund, das ist nicht nur einfach Bürokratismus, sage ich mal, sondern das hat den Hintergrund, dass wenn es einmal Pharmastudien geben sollte für Erwachsene und Kinder, dann sind diese Pharmastudien mit einem Medikament, was hoffentlich irgendwann mal die Huntington-Erkrankung behandelt, erstmal bei Erwachsenen untersucht in der Regel. Und die Studien, die wir heute alle machen, werden bei erwachsenen Patienten, die einwilligungsfähig sind, die zustimmen können, wissen, worauf sie sich einlassen, dass es auch ein Risiko gibt, dass es auch eine Verschlechterung geben kann unter Umständen. All das muss man besprechen und da ist es eben, dass ich erwachsen bin und nicht so sehr stark betroffen bin, einwilligungsfähig bin, wesentlich. Und das ist bei Kindern natürlich schwierig. Und deshalb werden die meisten Studien erstmal für Erwachsene durchgeführt. Deshalb ist auch die Zulassung von den Zulassungsbehörden, also der Europäischen Arzneimittelkommission, der EMA oder der FDA in den USA, so, dass sie diese Medikamente in der Regel für Erwachsene zulassen. Das ist bei vielen Medikamenten so, dass sie erstmal für Kinder nicht zugelassen ist. Für Kinder dann mal die Frage ist, kann man das behandeln? Und deshalb überlegen wir, dass es vielleicht sinnvoller ist, diesen Begriff zu verändern und erst ab 18 und man dann überlegen muss, ob man überhaupt mit dieser Gruppe Studien machen kann. Und man eigentlich, wenn man ein Medikament gefunden hätte oder auch vielleicht schon parallel, wenn man eine andere gleichzeitig auch bei Kindern untersuchen will, auch bei Kindern eine Studie machen müsste und sehen müsste, ob es denn dort auch geht oder ob es andere Komplikationen gibt, Nebenwirkungen gibt, wo das dann vielleicht sogar schwieriger ist. Das ist im Kontext der Huntington-Erkrankung nicht ganz banal, weil auch das Huntington-Protein für die Entwicklung des Gehirns wichtig ist, was ja die Entwicklung des Gehirns bei Kindern noch nicht abgeschlossen ist und man dann überlegen muss, ob solche Medikamente vielleicht auch die Entwicklung des Gehirns beeinflussen. Und es gibt ein paar andere Prozesse, die wir gleich sehen können, wo man auch nicht weiß, ob die bei Kindern vielleicht ein bisschen anders sind und deshalb ein Medikament anders wirken kann. Gleichzeitig braucht man eine bestimmte Anzahl von Kindern, um überhaupt solche Studien machen zu können. Diese Anzahl schwankt sehr in der Literatur und es kann eben auch sein, dass man dazu kommen muss, dass man sagt, wir haben gar nicht genug Kinder, um überhaupt Studien machen zu können in dieser Extragruppe. Das ist etwas, was wir gerade in der Arbeitsgruppe gerade intensiv diskutieren, wie wir dann damit überhaupt umgehen. Und ja, das ist, glaube ich, offen im Moment. Das muss man diskutieren. Und diese Anzahl der Kinder, da kommen wir ganz zum Schluss zu, dass es da auch jetzt noch Bemühungen gibt und Studien gibt, um das genauer festzustellen. Zum Verlauf der Huntington-Krankheit insgesamt habe ich eben schon gesagt, wir definieren das immer als Erkrankungsbeginn der Motorik. Es hat vor kurzem von der Sarah Tabrizi aus London eine schöne Studie gegeben von der Young Adult Study, heißt das, also junge Erwachsene, die sie untersucht hat, die sehr weit vom Erkrankungsbeginn entfernt waren. Das kann man rechnerisch, statistisch rechnen. Das kann für den Einzelnen unterschiedlich sein, aber statistisch kann man das eben rechnen und dann damit versuchen, Vorhersagen zu machen. Das war hier eine Gruppe mit im Mittel 24 Jahren bis zum Erkrankungsbeginn. Und wenn man diese Leute untersucht, dann kann man in der Bildgebung tatsächlich
keine eindeutigen Unterschiede sehen. Es gibt so ein bisschen beim Putamen etwas, es kann aber auch von der Entwicklung sein, das ist nicht eindeutig. Man kann in der ganzen Neuropsychologie ganz viele Tests, neuropsychologische Tests, die da durchgeführt worden sind, hier auch keinen eindeutigen Unterschied sehen. Also wir haben keine Beeinträchtigung in vielen kognitiven, auch schwierigen Tests. Das, was man sehen kann, ist der Neurofilamentwert im Plasma und im Nervenwasser und ein Wert, der YKL-40-Wert, ein Wert, der so ein bisschen was mit Entzündung, Immunologie, Immunveränderung zu tun hat. Und die sind schon zu diesem Zeitpunkt, als ungefähr in diesem Zeitpunkt, 24 Jahre vorher, leicht verändert. Das scheint so ein erster biochemischer Marker zu sein, der vielleicht nachweisbar zu sein scheint. Das muss ich noch bestätigen. Aber das ist fast das Erste, was man gefunden hat, was sich verändert. In anderen Studien wie der TRACK-Studie, die auch von Sarah Trabisi mitgeleitet worden ist, oder der PREDICT-Studie aus den USA, kann man häufig eine leichte Veränderung im Kaudatum, das ist diese Struktur tief im Gehirn, wo auch viele wie als erstes mit betroffen ist bei der Huntington-Erkrankung, wo ein Nervenzellverlust stattfindet. Wenn man regelmäßige spezielle Kernspins macht, Veränderungen messen. Wir können neuropsychiatrisch 12 Jahre und neuropsychologisch in schwierigen Untersuchungen, auch mit Herrn Beste zusammen, haben wir hier bestimmte schwierige Tests gemacht, wo wir so ungefähr 15, 16 Jahre vorher eine kleine Verschlechterung der Kognition feststellen können, ohne dass das unbedingt im Alltag auffällig ist. Also das ist so ein bisschen diese Prodromalphase, wo eben so kleine Veränderungen auftreten können. Zur Behandlung, das, was wir im Moment diskutieren, um die Krankheit kausal zu behandeln, die haben wir bis jetzt nicht, das können wir bis jetzt nicht. Bis jetzt können wir die Krankheit nicht aufhalten, aber das, was man diskutiert, sind erstmal Sachen außen an der Zelle, an den Rezeptoren, an den Mitochondrien, die man lange, lange Zeit untersucht hat, wo bis jetzt alles negativ ist. Das ist ähnlich wie bei Parkinson oder ALS oder Alzheimer-Erkrankungen, sind ähnliche Sachen, wo man versucht, die Mitochondrien zu unterstützen, Aggregate aufzulösen, Aggregate mit Antikörpern zu behandeln. All diese Sachen haben bis jetzt nicht geholfen, waren die Studien negativ. Es läuft im Moment die Pridopidin-Studie hier und die Proof-Studie. Auch die wirkt an einem Rezeptor und wirkt über eine Struktur, dem endoplasmatischen Retikulum in der Zelle, soll dadurch Eiweiße abbauen. Und es läuft wahrscheinlich demnächst eine Studie mit einem Komplementinhibitor, das ist eine Immuntherapie, etwas, woran auch wir hier in Bochum an unseren Mäusen schon seit einigen Jahren forschen, wo man weiß, dass die Mikroglia, so die Immunzellen des Gehirns auch mit beteiligt sind, auch mitreagieren. Da weiß man nicht genau, ist das primär oder ist das sekundär, ist das eine Folge praktisch. Aber die Frage ist, wenn man das mitbehandelt, kann man darüber eben einen gewissen Einfluss positiv auf die Zellen wirken. Im Gegensatz zu all diesen anderen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson wissen wir aber bei der Huntington-Erkrankung, dass wir das Gen haben hier in der Zellkern und dass das verändert ist. Und wir wissen, dass die CRG-Verlängerungen da sind. Und wir wissen aus einer frühen Arbeit von Herrn Yamamoto, dass wenn man einen künstlichen Schalter bei einer Maus einbaut und das ausstellen würde, dass die Maus teilweise sich wieder erholen kann, dass sich Symptome oder Pathologien teilweise zurückbilden können, wenn man das Gen stoppen würde. Und so ist die Idee, dass man an verschiedenen Stellen im Moment Ansätze untersuchen möchte, wie man die mRNA oder die DNA blockiert. Für die DNA können wir das im Moment noch nicht. Da gibt es die Zinkfingerproteine oder die CRISPR-Cas-Genschere, die dort die DNA behandeln soll. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, vielleicht die Zinkfingerproteine, etwas, was in den nächsten Jahren kommt von der Firma Takeda. Das, wo wir im Moment mehrere Ansätze haben, die wir untersuchen und herausfinden müssen, was die für Nebenwirkungen machen und ob sie wirken, ob sie tatsächlich helfen, sind die Ansätze, die bei der mRNA, der Messenger-RNA, die eine Kopie der DNA ist und rausgeht, wo dann das Protein hergestellt wird, wo und hier die DNA verlängert ist, dann auch hier die Kopie der CAGs verlängert ist und dann im Protein die Glutaminsäurekette verlängert ist und dadurch eine andere Faltung des Proteins auftritt. Und bei der mRNA haben wir diese Small Molecules, kleine Moleküle, das ist die Firma Novartis, das Pranaplan oder die Firma PTC, die hier das unterbrechen sollen, das Splicing verändern sollen und
runter stoppen sollen. Wir haben die Antisense-Oligonukleotide von der Firma Roche oder der Firma Wave, die das unterdrücken sollen, und die iRNA von der Firma Unicure, die das unterdrücken sollen. Alles Sachen, die bei der mRNA wirken und auf verschiedene Mechanismen das unterdrücken sollen. Und da will ich gar nicht ganz dezidiert darauf eingehen. Da laufen die Studien zur Verträglichkeit, wo wir jetzt sehen müssen, ob es das eine oder andere Vorteile oder Nebenwirkungen gibt. Da haben Sie sicherlich alle mitgekriegt, dass wir von Roche gerade diese Ventrikelerweiterung hatten und die Verschlechterung leider eher sogar was eine Nebenwirkung ist. Und man sehen muss, ob das jetzt vielleicht in niedrigen Dosierungen nicht so ist. Also viele Dinge, die wir noch lernen müssen und die wir noch nicht ganz, wo wir noch sehen müssen, was da daraus kommt. Man weiß, dass man das Gen ein bisschen unterdrücken kann. Das kann man im Tierversuch machen. Wenn man es aber zu doll macht, dann stirbt die Maus in Embryonalphase. Wenn man beide Allele unterdrückt, deshalb wäre es prinzipiell besser, eine allelselektive Therapie zu machen, um nur ein. Das geht aber nicht bei allen. Wenn man nur ein Allel hat als Mensch, dann scheint das ohne Folgen zu sein. Deshalb glauben wir, dass man eine bestimmte Menge, 50% vielleicht, reduzieren kann, ohne dass man eine Schädigung hat. Und wenn man diese reduziert hat, dann gibt es auch keine Folgen bei der Hirnentwicklung offensichtlich. Aber das ist eben die Frage, ob das eintritt, wenn man das zu viel macht. Neues zur Pathologie, Sachen, die sich neu ergeben haben, ist ein bisschen komplex jetzt. Ich hoffe, ich schaffe es, das so ein bisschen kurz darzustellen, weshalb es für die Kinder, für die juvenilen Fälle auch wichtig ist. Wir wissen inzwischen, dass es nicht nur eine Ablesung gibt mit der CAG-Reihenfolge, sondern dass diese CAG-Reihenfolge sich auch verändern kann. Das ist auch eine AGC- oder GCA-Reihenfolge oder auch rückwärts das Ganze sein kann und dann entsprechend andere Proteine vervielfältigt sind, wo man eben nicht weiß, wie relevant das für die Pathologie ist. Es gibt gerade bei Kindern, das sind hier diese blauen, gerade relativ hoch, vor allen Dingen auch Exon 1, also nur dieser kurze erste Abschnitt, der häufig verlängert ist und aufgefunden wird und gar nicht das ganze Protein, also eine reine Exon 1-Pathologie, die auch gerade bei den Kindern besonders ausgeprägt zu sein scheint und viele unserer Medikamente nicht selektiv eigentlich das Exon 1 angreifen, sondern das gesamte Protein angreifen. Es gibt wahrscheinlich nicht nur eine Veränderung des Proteins, sondern auch schon der RNA, dass sie eben, wenn es verlängert ist, hier so ein Herpin, so ein kleiner Haken sich da ausbildet, sodass das auch schon anders aussieht, wo bis jetzt unklar ist, wie relevant ist das denn? Reicht es denn, wenn wir dann die mRNA reduzieren oder müssen wir vielleicht tatsächlich bei der DNA schon anfangen? Und schon etwas länger gibt es die sogenannte somatische Instabilität, die man untersucht, die aber jetzt in letzter Zeit nochmal sehr aktuell geworden ist durch neue Befunde. Das heißt, dass sich immer, wenn das Gen abgelesen wird, das Gen falsch repariert werden kann. Man hat früher gedacht, wenn man einen Nerven hat, dann verändert er sich nicht mehr, der Nerv teilt sich nicht so oft, da wird er sich nicht groß verändern. Man weiß inzwischen, immer wenn ein Gen abgelesen wird, diese Repeats abgelesen werden, gerade bei der Huntington-Erkrankung, dass dann sich so eine Schleife bilden kann, die dann eingearbeitet wird und falsch repariert wird und es dann auf einmal zu einer Verlängerung in den Geweben kommt, wo das Gen häufig benutzt wird. Das ist im Blut nicht so sehr. Deshalb sind die Befunde im Blut sehr, sehr stabil und man muss keinen neuen Gentest machen. Da verändert sich das nicht relevant oder nicht so, dass der Befund sich wirklich verändern würde. Aber im Gehirn, wo das häufiger abgelesen wird, das Huntington-Gen, oder auch in anderen Geweben, Leber zum Beispiel, da kann es dazu kommen, dass es dann teilweise eine massive Verlängerung bis zu mehreren hundert CAG-Repeats im Gehirn kommt, je älter man wird und je höher die Repeatzahl ist. Also auch etwas, was gerade bei Juvenilerkrankten mit einer hohen CAG-Repeatzahl relevant sein kann. Das wurde 2000 schon von Kenny und Shelburne untersucht und beschrieben bei der Maus. Und die Vanessa Wieler aus Harvard, aus Boston, hat hier eine Publikation 2009 gemacht, wo sie zwei, drei Fälle oder vier Fälle eigentlich beschrieben hat, wo jeweils
Oben zwei Leute mit 47 CRG-Repeats sind und unten zwei Leute mit 41 CRG-Repeats. Aber der Erkrankungsbeginn ist extrem unterschiedlich. Hier mit 47 der Erkrankungsbeginn 25 Jahre, hier 41 Jahre, also deutlich später. Diese Schwankung, die wir ja auch sonst sehen, dass es da eine große Schwankung gibt im Erkrankungsbeginn. Und hier sieht man, dass wenn man sich dann diese Repeat-Verlängerung im Gewebe anguckt, dass bei demjenigen, der früher erkrankt ist, viel länger ist als bei demjenigen, der später erkrankt ist. Und das ist hier unten bei den beiden Fällen ganz, ganz ähnlich. Auch da eine viel größere Verteilung hier der Repeats im Gewebe bei demjenigen, der früher erkrankt. Also die somatische Expansion oder Instabilität, die somatische Verlängerung kann etwas damit zu tun haben, was dann der Erkrankungsbeginn früher kommt und den beeinflussen. Wir haben selber jetzt Untersuchungen auch mit der Vanessa Wieler aus Boston zusammen gemacht, wo wir Gewebe untersucht haben bei Patienten nach ihrem Tode, die bereit erklärt haben, dass nach ihrem Tode Untersuchungen durchgeführt werden, was ein sehr wertvolles Geschenk ist für uns und wo wir ein paar Fälle zusammen untersucht haben und dort sehen, dass es ein bestimmtes Muster gibt im Gewebe. Das ist immer bestimmte Areale, diese BA17, das ist hinten der okzipitale Kortex, visuelle Kortex, hier das Caudatum ungefähr, und dann andere Regionen weniger sind und im Gewebe, im Körper, vor allen Dingen die Leber hier, die besonders hoch sind, aber auch andere Gewebe. Dass es also ein bestimmtes Muster gibt und dass in bestimmten Geweben diese Veränderungen besonders auftreten, was wichtig ist. Und hier ein juveniler Fall, bei dem es auch eine massive Verlängerung gegeben hat. Insgesamt hat er in diesem Fall schon 160 CRG, das kann man da häufig gar nicht mehr genau messen, mit Erkrankungsbeginn im 4. Lebensjahr und im 6. Lebensjahr verstorben, also sehr, sehr früh verstorben. Die Enroll-Studie, ganz wesentlich, mit vielen Teilnehmern und vielen genetischen Untersuchungen, hat dafür geholfen, dass wir Werte oder herausgefunden haben, welche Mechanismen diese Reparaturmechanismen machen. Da gibt es zwei, drei Enzyme, Mechanismen, die beschrieben worden sind. Das ist hier dieses MLH1. Oder auch hier MSH3 oder FAN1 ist noch ein anderer. Das sind Gene, bei denen es Veränderungen gegeben hat, wo man so viele Leute in der Enroll-Studie brauchte und darüber dann festgestellt hat, diese Gene sind wesentlich tragen dazu bei, dass es Varianten gibt im Erkrankungsbeginn. Und das sind alles Reparaturgene, die eben in dieser somatischen Expansion eine Rolle spielen können, sodass man auch von Enroll-Daten her Hinweise hat, dass es ein wichtiger Mechanismus ist, der dort ist, den man behandelt. Es gibt eine Firma, die Firma Triple Therapeutics, die genau das behandeln will und eben dieses MSH3 blockieren will, damit die somatische Expansion nicht so stark stattfindet. Da hoffen wir, dass das klappt. Das letzte zur Pathologie. Dass Huntington wahrscheinlich eben nicht nur im Gehirn eine wichtige Rolle spielt. Von den Mäusen haben wir von Gillian Bates aus London befunden, dass in verschiedenen anderen Geweben, eben Leber, Niere und so weiter, auch Veränderungen nachweisbar sind. Wir haben selber hier Muskel untersucht, haben wir ins Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum Patienten schon vor über 15 Jahren untersucht und haben da Leute im MRT-Spektroskopie-Gerät untersucht, wo sonst nur Astronauten reingekommen sind und konnten feststellen, dass die Muskeln einen anderen Energiestoffwechsel haben. Wir haben im Immunsystem Veränderungen, die wir seit langen Jahren untersuchen, und auch der Frage, ob man das behandeln kann. Das ist das, wo ich eben schon darüber gesprochen habe. Wir haben in der Leber Atemtestveränderungen gefunden und sehen da Veränderungen, was dazu passt, dass die somatische Expansion da auch sehr stark ist. Wir untersuchen im Moment das Herz, wo wir auch die Förderung von der Deutschen Huntington-Hilfe bekommen haben und immer noch am Untersuchen sind, um zu sehen, ob es dort eine Beteiligung gibt, sondern eine sogenannte Speckle-Tracking-Technik, eine spezielle Technik, die sehr sensitiv ist. Und wir glauben eben, dass es vielleicht im ganzen Körper irgendwann mal relevant sein kann, dass man untersucht. Im Moment ist das Gehirn wesentlich, haben wir hier mit dem
Jeff Carroll zusammen eine Übersichtsarbeit gemacht, über dieses Thema besprechen, weil auch Jeff Carroll da genau wie wir ein ähnliches Interesse hat. Und die Frage ist, ob man den gesamten Körper irgendwie behandeln kann, vielleicht das auch fürs Gehirn gut ist. Okay, das ist ein schwieriger Block gewesen, glaube ich. Dann würde ich jetzt einmal zur Therapie kommen. Ich weiß nicht, ob es da schon Fragen gibt. Ich sehe im Moment hier nichts, kann es aber auch nicht sehen. Bis jetzt noch keine Fragen, Carsten. Bis noch keine Fragen, prima. Die Therapie, die wir heute machen, ist für die Chorea durch Medikamente, die gegen Dopamin wirken. Antidopaminerg, also Thiaprid, Tetrabenazin, alle Neuroleptika, Haldol, Olanzapin, Risperdal, all diese Medikamente wirken gegen den Botenstoff Dopamin und damit können wir die Chorea reduzieren. Die juvenilen Patienten haben aber häufig gar keine Chorea oder nicht wesentlich, nicht viel, sondern bei der juvenilen Form der Huntington-Erkrankung kommt es eher dazu, dass es eine Bewegungsverlangsamung kommt. Und ich glaube, das ist das, was jetzt eben auch viele Eltern fragen und wo das wichtig ist. Und die juvenilen Kinder oder die pädiatrischen Huntington-Fälle mit der Westphal-Variante sind eher verlangsamt, wie ein erwachsener Parkinson-Patient, also wenn man Kinder hat, die wie ein Parkinson laufen, verlangsamt, gebunden, im Sport auffällig, dass sie langsamer werden, Lernschwierigkeiten in der Schule. Das ist etwas, wo man dann bei Huntington drüber nachdenken musste, ob das ein kindlicher Huntington-Form sein kann. Diese Kinder haben häufig eher eine sogenannte Dystonie. Das ist da das nächste, also Dyston, ein falscher Tonus, so verdrehte Bewegungen. Da sehen wir gleich auch noch ein paar Bilder. Manchmal auch ein Myoklonus, also so kurz zuckend oder ein Tremor, ein Zittern dabei. Und eben diese Bradykinesie, eine Bewegungsverlangsamung. Und die würde man eben mit Dopamin-Medikamenten wie ein Parkinson behandeln. Also ganz im Gegenteil wie die Chorea von den erwachsenen Patienten. Wenn ich diesen Patienten mit der juvenilen Form jetzt auch noch Thiaprid geben würde, dann würde ich das alles viel schlimmer machen. Würde ich sie eher verschlechtern. Ich müsste ihnen also Dopa geben oder Dopaminagonisten, Medikamente, mit denen man Parkinson-Patienten behandelt. Genau das Gegenteil. Deshalb kommt es eben bei der Behandlung der Huntington-Erkrankung immer so ein bisschen darauf an, was ist denn das Hauptproblem und die Hauptsymptome. Und danach muss ich meine Medikamente und auch meine Dosierung ausruhen. Das ist auch hoffentlich die Dosierung eine Frage. Diese Dystonie ist sehr schwierig zu behandeln. Kann man verschiedene Medikamente, die ich dort aufgelistet habe, versuchen. Tetrabenazin wird da auch mitgenannt, macht aber gleichzeitig Bewegungsverlangsamung schlechter. Amantadin ist ein Parkinson-Medikament. Baclofen, Tizanidin sind Medikamente, die aus der Spastiktherapie kommen. Clonazepam ist ein Benzodiazepin, macht eine Gewöhnung auf Dauer. Anticholinergika, sowas wie das Artane, Trihexyphenidyl, kann man versuchen. Ist schwierig tatsächlich und kann auch die Konzentration unter Umständen negativ beeinflussen. Und Cannabinoide haben wir jetzt ein paar Fälle gesehen, wo wir glauben, dass das hilfreich sein kann, zeige ich gleich auch nochmal was. Ist aber immer sehr schwierig mit Anträgen, die man stellen muss und das beantragen muss, leider bis jetzt. Und es ist von der Antragsfähigkeit und so weiter relativ komplex und macht auch müde, hat eben auch Nebenwirkungen, kann Psychosen auslösen, ist sicherlich auch nicht ganz einfach. Myoklonus, wenn das so ruckartig ist, gibt es ein paar wenige Patienten, die ich da immer wieder rausgefischt habe, wo dann auch Thiaprid und Tetrabenazin gar nicht wirken. Und beim Myoklonus behandelt man entweder mit Benzodiazepin oder mit Valproat, einem Antiepileptikum. Und da gibt es manchmal ganz prima Erfolge, dass man helfen kann. Und eben die Bradykinesie, wie ich gesagt habe, schon Dopaminagonisten. Die psychiatrischen Beschwerden würden wir eigentlich ähnlich wie in der Psychiatrie oder auch bei erwachsenen Huntington-Patienten behandeln. Das ist eigentlich nicht viel anders, wenn es eine Depression gibt oder eine Reizbarkeit, dass man die eben mit diesen Medikamenten durchaus lindern kann, die dort aufgeführt sind. Aber das ist eigentlich ähnlich wie bei den erwachsenen Patienten. Das ist so ein Schriftbild von einer Patientin mit solch einem Aktionsmyoklonus. Immer, wenn sie die Arme hochgenommen hat, dann kam so ein kurz einschießendes Zucken oder ganz besonders, wenn sie mit den Händen etwas machen wollte. Und dadurch ist das eben auch sehr behindernd. Dann kam da so ein Zucken rein. Man sieht das, glaube ich, an dieser Schrift sehr, sehr gut. Auf der linken Seite, das ist bevor sie behandelt ist mit dem Valproat, wo so ein ganz zuckiges Schriftbild ist.
Und dann sieht man, je höher wir die Dosis von dem Valproat gemacht haben, umso besser wurde das. Und ich glaube, eine ganz beachtliche Verbesserung, was für den Alltag für sie ganz, ganz wesentlich war, weil sie damit wieder überhaupt ihre Hände richtig benutzen konnte. Das sind nur ein paar wenige Patienten, aber ich glaube, dass es wert ist, darauf zu achten und das dann einmal zu versuchen. Und tatsächlich haben wir gerade auf der Station, wir haben ja tatsächlich diese Woche unsere Stationseröffnung gehabt, die neue Station. Wieder haben wir gerade einen Patienten, bei dem das auch der Fall ist, wo ich gespannt bin, ob wir dem auch helfen können mit dem Valproat, dass die Bewegungen da besser werden. Das ist solch eine Dystonie, ein falscher Tonus, den viele Huntington-Patienten haben. Es gibt auch Dystonie-Patienten, die eine ganz andere Krankheit haben, die auch diese Dystonie haben. Es gibt diesen Torticollis, den haben vielleicht viele gehört, wo man sich so einen Hals im Kopf berühren kann, dass manchmal besser, weil der Kopf so verdreht ist, oder ein Schreibkrampf oder Musikerkrampf. Das sind auch dystone Bewegungsstörungen. Und das gibt es eben bei Huntington auch, dass man eben schon so sieht, wenn man die Arme vorhält, dass die Arme schon häufig ein bisschen leicht verdreht sind. Oder eben so wie bei dieser jungen Patientin dort oben, recht deutlich. Man sieht, der Fuß ist auch schon fast hat eine Fehlstellung auch schon dadurch. Und das ist auch schmerzhaft und unangenehm gewesen für diese Patientin. Das ist dann, wenn es so extrem ist, ist das zum Beispiel eine der Patienten, wo wir vieles andere versucht haben. Wir haben auch schon Patienten mit solcher Dystonie auch bei der Hirnschrittmacherstudie mit dabei gehabt, die wir mit dem Professor Vesper aus Düsseldorf gemacht haben. Dort hatten wir die erste Pilotstudie, auch zwei Patienten, die juvenil erkrankt waren, zwei Brüder, die dort auch mitmachen wollten, um eben die Dystonie und dieses Verlangsamte zu verbessern, was beide gesagt haben, sie fühlen sich danach weniger angespannt, aber objektiv keinen eindeutigen Effekt hatte und wo wir in der Risikoabwägung eher davon abraten würden, also die Hirnschrittmacherstimulation dort nicht eindeutig sinnvoll gesehen haben. Und tatsächlich eben wir in einer kleinen Fallstudie eben ein paar wenige Fälle mit dem Klaus Seppi zusammen aus Innsbruck, der Innsbrucker Gruppe, mit Sativex-Spray, das ist ein Spray, was bei der Multiple Sklerose häufig eingesetzt wird, oder dem Dronabinol oder Nabilone, also verschiedene Substanzen. Das war keine Studie, wir haben diese Fälle im Nachhinein wieder zusammengesammelt, sagen wir mal, aber das Gefühl haben, dass einige profitiert haben, auch für den Alltagstauglichkeit, dass wieder ein bisschen hilfreicher oder Schmerzen ein bisschen besser waren. Ein Patient war sehr glücklich, dass er wieder selbstständig rauchen konnte. Also wir durchaus auch da das Gefühl haben, dass es einen Profit geben kann, aber das ist eben die Frage, dass da auch Nebenwirkungen geben kann und dass man die Beantragung machen kann, was es dann auch nicht mehr so einfach macht. Ob das in jedem Fall klappt, ist überhaupt nicht klar, das würde ich auch nicht denken. Psychiatrische Symptome nochmal, haben wir eben schon so ein bisschen besprochen. Wir können die Demenz leider bis jetzt nicht behandeln. Wir können auch die Apathie wenig behandeln. Es gibt jetzt ein neues Medikament, was sagt, das könnte sein bisschen, da komme ich gleich drauf. Aber eben die Reizbarkeit mit Quetiapin, was die Bewegung wenig beeinflusst, Risperdal oder Ziatyl im Cyclopentixol, man eben zur Reizbarkeit durchaus lindern kann oder Stimmungen stabilisieren, ist auch da das Valproat manchmal hilfreich. Ein Medikament wurde jetzt beschrieben, da bin ich sehr gespannt drauf, das Cariprazin. Das ist ein neues Neuroleptikum, wo man hier mit 16 Leuten eine Mini-Studie, das gilt fast nicht, muss man sagen, aber trotzdem haben die Kollegen dort eine bessere Verbesserung der Konzentration und auch des Verhaltens, der Reizbarkeit und auch vor allen Dingen der Apathie gesehen, sodass ich da gespannt bin, erste Patienten mal damit zu behandeln, ob das tatsächlich besser ist. Wir haben eine Studie mit Sinbopropion gemacht, die Action-HD-Studie der Josef Priller aus Berlin mit Herrn Gelderblom. Da haben wir leider keinen eindeutigen Effekt für diese Apathie, die auch bei vielen juvenilen Patienten schwer ist, gesehen. Komplikationen auch bei den Kindern, immer bei einer plötzlichen Verschlechterung nach einem Sturz an das Subduralhämatom denken, das ist da so ein Blutschwamm praktisch unter dem Kopf gibt, was man entlasten muss, dann die Zahnpflege beachten und eben Verschlucken durch Lungenentzündungen. Das ist genauso wie bei den Erwachsenen. Hier ein juveniler Patient, der mit einer nächtlichen Unruhe kam, wo wir überlegt haben, woran liegt das denn, mit Medikamenten er schon massiv behandelt worden ist, verschiedenste Sachen, um eine Linderung zu machen und immer nachts eine Maschine
massive Unruhe kam. Und letztlich, wenn man sich die Hand anguckt, war dann die Lösung wahrscheinlich, dass es gar nichts mit Huntington zu tun hat, sondern dass es eine Skabies war, eine Krätze war und er einfach unruhig war, weil er diese Skabies hat. Also auch einfach mal über den Tellerrand gucken, mal ganz andere Sachen beachten, die dann manchmal Unruhe machen. Jetzt gehe ich zurück. Ja, bei Kindern eben und Jugendlichen auch häufig eine Epilepsie auftreten kann. Das ist sehr viel häufiger als bei erwachsenen Patienten. Hier ist solch ein Junge, wo wir eine Kooperation haben mit der Kinderklinik, wo man eben diese synchronen Abläufe, Spike-Wave-Komplexe im EEG sieht und der Junge dann immer unruhig wurde, sodass eben eine Epilepsie dahinter steckte und die eben behandelt werden musste. Und es gibt sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen, das war ja auch ein Patient, ein jugendlicher Patient, der massive kleine Delikte, das ist hier ein Delikt von einem Gutachten und Sie sehen, das gibt es noch einige andere, das waren irgendwelche Sachen aus dem Laden rausgegangen und einfach nicht bezahlt und kleinere Delikte, die solche sozialen Sachen dann häufig haben. Aus den Leitlinien und auch von der DHH Homepage und den Materialien kennen Sie diese zusätzlichen Hilfen, den Huntington-Stuhl, Sturzhilfen, Kopfsturzhelme und eben auch bei Gewichtsverlust die hochkalorische Kost, solche Sachen und eben natürlich Krankengymnastik und Logopädie und solche Sachen ganz wichtig sind. Das alles kann man in den Leitlinien nachlesen, wo wir versuchen, Tipps zu geben. Das kann man Leitlinien Huntington googeln und wo wir als Autoren uns bemüht haben, da Tipps zu geben, auch für die Kinder. Okay, und dann würde ich an der Stelle an Herrn Achenbach übergeben, der uns ein paar Fälle beschreibt und vielleicht ein paar spezielle Fragen, bevor wir dann hinterher zusammen weitermachen. Vielleicht hier noch Fragen bis hierhin? Es gibt eine Frage, genau, Sonja. Ja, genau. Und zwar hat jemand uns eine Frage gestellt, kann bei einer Diagnostik von 41 zu 15 CAG-Repeats auch die Westfalen-Variante mit verlangsamten Bewegungen auftreten? Also man sieht ja praktisch hier bei den ganz zu Anfang, wenn man da sich das oder auf der Homepage von unserer Humangenetik bei Herrn Guyen, Humangenetik Bochum, dann sieht man auch diese Grafik, kann man sich die angucken. Dann sieht ihr hier bei 41 CAG-Repeats, dann gibt es so einen Mittelwert, der liegt hier irgendwie bei 55 oder 60. Es gibt auch Streuungen von 20, 30 Jahren Unterschied. Aber ich würde nicht erwarten, dass damit jemand als Kind erkrankt. Das wäre sehr ungewöhnlich. Das, was es gibt, ist, dass es auch immer wieder erwachsene Patienten gibt, die auch eher eine verlangsamte Symptomatik haben, eher solch eine bradykinetische Symptomatik. Und das ist fast ein bisschen das, wo Herr Achenbach gleich drüber redet, über diese Definition, dass man, eigentlich, dass man noch im Alter ist, dass man aber häufig auch in der Literatur, auch von Ärzten, sagt, das ist ein juveniler Huntington-Patient, auch wenn dieser Patient 30 oder 40 Jahre alt ist, weil man damit sagen will, er ist eigentlich eher verlangsamt und eher bradykinetisch. Und das macht eben diese Definition und auch die Häufigkeit so schwierig. Und deshalb gibt es manche Studien, die eine ganz hohe Häufigkeit von juvenilen Huntington-Patienten angeben und wir glauben, dass die eigentlich gar nicht alle unter 21 sind und dass sie tatsächlich juvenile oder pädiatrische Huntington-Patienten meinen, sondern die meinen, das sind bradykinetische Patienten. Eine Bradykinesie gibt es durchaus auch Patienten mit 41 CRG-Repeats, wo das so im Vordergrund steht und dann eben so auch gerade so im Fingertapping zum Beispiel die Verlangsamung, die fast alle Patienten haben, auch Patienten mit einer Chorea haben gleichzeitig häufig eine Bewegungsverlangsamung. Ist auch da ein Element, das fällt noch nicht so ins Auge. Das sieht man beim Fingertapping und anderen Bewegungsuntersuchungen, dass da auch eine Verlangsamung immer mit dabei ist. Klärt das die Frage? Ich denke schon. Danke. Ich hätte aber auch noch eine Frage, wenn man das jetzt so etwas laienhaft ausdrücken würde. Ab wann spricht man denn davon, dass die juvenile Form ausbrechen würde, also von diesen CAGs? Weil das ist eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen in der Huntington-Hilfe. Das ist, glaube ich, was,
wo auch Herr Achenbach gleich ein paar Zahlen einmal zeigt. Mhm. In der Regel würde ich sagen, sind es eben eher die höheren CRG-Repeat-Zahlen, 60, 70, 80, so, wo man dann davon damit rechnen muss, dass es dann eben auch tatsächlich Kinder sind. Es gibt aber auch Kinder, die mit 47 CRG-Repeats oder so etwas beschrieben sind, wo man immer nicht genau weiß, ist es jetzt wirklich so oder hat da jemand was anderes gesehen? Prinzipiell das, was ich, vielleicht das stelle ich vielleicht auch nochmal vor, was ich oft erlebe, auch in den Telefonaten, auch in besorgten Anrufen von Eltern, ist, dass eben Kinder Schwierigkeiten in der Schule haben und dass ein ADHD-Syndrom diagnostiziert wird. Und wenn man dann eben fragt, die Kinder eigentlich eher unruhig sind und eine Aufmerksamkeitsstörung haben und total hibbelig sind und unruhig sind und dann viele Eltern Angst haben, oh, ist das jetzt Huntington? Und da würde man eigentlich eher beruhigen. Ein Kind, was eine Huntington-Erkrankung hat, würde eben vielleicht psychisch auffällig, das kann schon sein, aber eben von der Bewegung eher verlangsamt sein, wie ein Parkinson-Patient, wie ich da gesagt habe, und eben nicht überbeweglich. Das wäre sehr ungewöhnlich. Ja, und das, also wenn ein Kind total hibbelig ist und unruhig ist, sodass ich da dann eigentlich eher beruhigen würde. Ja? Okay, dann würde ich mal an Herrn Achenbach übergeben. Vielen Dank. Ja, dann tauschen wir einmal jetzt auch ohne Maske. Ich will eigentlich im Wesentlichen, jetzt haben wir viel zu den Hintergründen schon mal gehört, auf zwei Dinge eingehen. Das eine, auf der einen Seite stellen wir uns natürlich immer die Frage, wie häufig ist das überhaupt? Also wie häufig sind Kinder mit der Huntington-Erkrankung betroffen? Die Juvenile im Vergleich zu der jetzt seit 2019 dann ausgerufen in pädiatrischen Form. Und auf der anderen Seite möchte ich auch noch einige Fälle präsentieren, die uns hier bei uns im Zentrum begegnet sind. Das haben wir einleitend schon gehört, die juvenile Variante der Huntington-Erkrankung, historisch gewachsen sozusagen die Bezeichnung, primär mit den Symptomen eher bradykinetisch geprägt, die klinischen Symptome weniger, vielleicht sogar die klassischen einschießenden Überbewegungen und erfahrungsgemäß auch dann Symptom beginnt unter 21 Jahren, definitionsgemäß die sogenannte Westphal-Variante. Jetzt in der Literatur kann man sehen, dass es, wenn es um Prävalenzen, also um die Krankheitshäufigkeiten geht, dass die Angaben zu der Westphal-Variante sehr, sehr schwankend sind. Also es gab Meta-Analysen, das sind sogenannte Übersichtsarbeiten, die mehrere Studien zusammenfassen. Da schwankten die Angaben also zwischen 1% und 15% aller Huntington-Patientinnen, die in den Studien mitgemacht haben. Und im Mittel sind diese Analysen, die ich hier dargestellt habe, so zwischen 4,9% und 5,3% gekommen, wobei das jetzt, wie gesagt, die juvenile Form betrifft. Das Problem dabei, das hatte der Carsten Saft schon angesprochen am Anfang, ist, dass es jetzt eben diese klare Grenze gibt, auch als administrative Grenze für regulatorische Voraussetzungen für die Studien, dass man seit 2019 also eher zu der pädiatrischen Form geht. Und da ist uns aufgefallen, dass es also zu der pädiatrischen Form bisher keine oder nur wenige Erhebungen dazu gab, wie häufig diese Form denn auftritt. Und um dem Ganzen entgegenzugehen, haben wir als ersten Schritt uns die sogenannten Enroll-Daten angeguckt. Also Enroll, vielleicht einige von Ihnen, die Studie auch kennen. Eine weltweite Registerstudie ist das, an der mittlerweile, ich glaube, fast 27.000 Teilnehmende dabei sind. Und im Besonderen ist die Studie auch so konzipiert, dass auch die Kinder teilnehmen können. Sie ist nicht explizit dafür ausgelegt, aber sie haben die Möglichkeit, eben auch an der Studie mitzumachen. Die Studie selbst zeichnet sich aus, dass sie eben durch jährliche Kontrolluntersuchungen gekennzeichnet ist, in denen wir die Patientinnen dann hier bei uns im Zentrum sehen. Und das Wesentliche, warum wir eben die Möglichkeit haben, auch die Prävalenzen dabei zu untersuchen, dass nicht nur die klinischen Daten untersucht werden, sondern auch die sogenannten soziodemografischen Daten. Also wie alt sind die Teilnehmenden, wann sind die Teilnehmenden erkrankt, in welchem Alter. Und das ermöglicht uns eben, diese großen Datenmengen auszuwerten. Das haben wir im ersten Schritt getan. Und man sieht schon, wenn man sich das reine Patientenkollektiv betrachtet, was in Enroll mitmacht. Das sind jetzt hier nicht explizit die pädiatrischen Patienten, aber wir haben hier auf der linken Seite, ich bin vorhin mal von diesen roten Kästchen, da werden gleich noch einige kommen, sieht man, dass
das Alter bei Baseline von allen Teilnehmenden, also es gibt hier auch durchaus Teilnehmende, die sich in diesem unteren Bereich befinden. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Übersicht und diese Übersicht beinhaltet natürlich auch hier Patientinnen oder Teilnehmende, die vielleicht noch gar nicht betroffen sind und keine Symptome haben oder vielleicht auch aus Kontrollen mitmachen. Also es sind jetzt nicht alles juvenil und pädiatrisch Betroffene, die sich hier in dem Bereich befinden. Und was man genauso sieht, das hatte wir am Anfang schon gelernt hier, dass es also auch Teilnehmende gibt, die hier in diesem oberen Bereich der CRG-Repeats liegen. Also ab 60 bis hin zu 70 Einzelfälle. Das sind natürlich wesentlich weniger als hier die Hauptstämme sozusagen. Aber sie sind durchaus auch in der Studie mit vertreten. Das war letztlich die Ausgangslage für unsere Untersuchung. Was wir dann gemacht haben, und das ist noch ein zweiter Teil, der eben ein wesentlicher Vorteil bei Enroll ist, es sind nicht nur die Teilnehmenden in der Studie verzeichnet, sondern innerhalb der Studie besteht auch die Möglichkeit, auf die Familienstammbäume zuzugreifen, also auf Informationen, die Teilnehmende gegeben haben, die gar nicht unbedingt nur den Teilnehmenden betreffen, sondern auch das familiäre Umfeld. Und da war natürlich unsere Überlegung in unserer Diskussion, wenn wir erfahren von Enroll-Teilnehmenden, dass Kinder in der Familie betroffen sind, dann wäre das auch was, was wir sicherlich mit in den Stammbäumen hinterlegen, zumindest als Information. In den Stammbäumen selbst sind jetzt nicht unbedingt die sogenannten Diagnostic Confidence Levels drin. Also das ist immer so eine Definition bei uns, ab der man sagt, ab 4, das sind also eindeutige motorische Symptome der Erkrankung. Dann würde man von der Diagnose der Erkrankung sprechen. Wir haben das Ganze vergleichend erstmal aufgestellt, um auch einen Vergleich zu den juvenilen Daten zu haben, die uns ja schon teilweise zumindest vorlagen. Und da sieht man, dass innerhalb des Datensets, also innerhalb der Teilnehmenden in Enroll, wenn man die vergleicht, und zwar einerseits diejenigen, die motorisch manifest erkrankt sind, über 21 Jahre, dass das knapp 7.500 Teilnehmende waren. Im Vergleich dazu unter 21 Jahre nur circa knapp über 100. Also wäre das hier in der Enroll-Studie 1,44% der betroffenen, manifest erkrankten, juvenile Patienten. Vergleichend dazu haben wir dann erstmal die pädiatrischen Fälle uns angeguckt, wobei wir da dann bei circa 0,66% lagen, also wesentlich weniger nochmal, wenn man so will. Und in den Stammbäumen wiederum, in denen wurden dann noch 22 weitere Patientinnen berichtet, die eben, wir haben das je nach den Geburtsjahren gemacht, zwischen 2002 und 2020, da war unsere Erhebung, im Vergleich zu weiteren 16.000, über die wir Informationen in den Stammbäumen haben. Also nochmal geringer, sodass wir eigentlich davon ausgehen, innerhalb von Enroll HD zwischen 0,14 und 0,66, also sehr geringe prozentuale Anteile, pädiatrisch betroffene Huntington-Patientinnen. Wir haben uns zusätzlich, das ist gerade schon mal so ein bisschen angeklungen, auch nochmal die klinischen Daten derjenigen angeschaut, die auch in Enroll mitmachen und zu diesem pädiatrischen Kollektiv zählten. Und vielleicht geht das auch nochmal ein bisschen auf die Frage ein, die wir vorhin hatten. Es war im Mittelwert so, dass die pädiatrischen Patientinnen 70,8 CRG-Verlängerungen hatten, wobei man hier auf der rechten Seite auch wieder im roten Kästchen sieht. Es gab also auch eine relativ große Range, also eine relativ große Spannbreite der Betroffenen. Der höchste Wert bei 110, der niedrigste, das hat uns auch also sehr überrascht. Das muss man natürlich auch immer dann mit Vorsicht genießen, bei 45 sogar. Und ebenso kann man sehen, dass von den motorischen Symptomen ganz unterschiedliche Ausprägungen auch bei den Betroffenen bestanden. Also einige, die nur leichte Symptome hatten, das wäre dieser Wert von 8, den wir hier sehen, und andere, die dann auch deutlich stark motorisch eingeschränkt und stark motorisch betroffen waren, mit 101. Was uns ansonsten noch aufgefallen ist und was auch der Grund mit war, warum wir uns unsere Patientenfälle angeschaut haben, die wir dann hier bei uns im Zentrum gesehen haben in den letzten 25 Jahren, seitdem das Huntington-Zentrum besteht. Es gab also bei den Patienten im Mittelwert auch eine Verzögerung. Einerseits sieht man hier zwischen dem Zeitraum, seit wann die motorischen Symptome bestehen, 8,9 Jahre im Schnitt bei den
angeschauten Patientin und der Diagnosestellung, die eben mit 6,2 Jahren darunter war. Das heißt, es gab also eine Lücke, eine Gap zwischen ersten Symptomen und der Diagnosestellung. Das erstmal zu den Daten der Prävalenzen, die ich hier vorbereitet habe aus Enrol-HD. Im zweiten Schritt möchte ich jetzt dann, wie besprochen, nochmal auf unsere Fälle eingehen und einfach auch klinische Charakteristika darstellen. Wir hatten jetzt einiges davon schon gehört bisher. Deswegen hier nochmal der Fokus nicht nur rein auf den klinischen Symptomen der Betroffenen, die wir gesehen haben, sondern auch auf den, weil wir denken, dass es ein ganz wesentlicher Punkt auch ist, der Erkrankung auf Bezug auf die sozialmedizinischen Aspekte der Erkrankung. Also was hat die Erkrankung auch für eine Rolle im Umfeld gespielt, beziehungsweise was hat vielleicht auch das Umfeld für eine Erkrankung, für eine Rolle auf die Erkrankung bei den Kindern gespielt. Und da hatten wir tatsächlich einige sehr eindrückliche Fälle, muss man sagen. Und ich möchte zunächst einmal zeigen, wie wir die jetzt systematisch versucht haben zu analysieren und auszuwerten. Wir sind dann die Akten, die wir hatten, die wir gesammelt haben, die Informationen aus unseren internen Qualitätssicherungssystemen durchgegangen und haben eben versucht, einmal zu klassifizieren, was sind die sogenannten prädominanten Symptome motorisch, was waren vielleicht auch herausfordernde Situationen bei den einzelnen Betroffenen, was waren Komorbiditäten, die aufgetreten sind bei den betroffenen Kindern, die vielleicht nicht unbedingt üblich bei den Erwachsenen sind, bei der anderen Form sozusagen der Huntington-Erkrankung und dann wie groß, wie lang war denn die CAG, Repeat-Länge, das haben wir hier nochmal aufgeführt, über wen wurde das Ganze vererbt, sind Informationen bekannt, ob das Ganze paternal oder maternal war und wann sind denn retrospektiv, also rückblickend, wenn man die Fälle sich nochmal genauer anschaut, vielleicht auch die Arztbriefe, die wir dabei haben, wann sind denn erste Auffälligkeiten aufgetreten, in welchem Alter und wann war dann letztlich die Diagnosestellung? Das ist so die Klassifikation dahinter. Da haben wir, wie gesagt, unsere Fälle gesammelt und konnten tatsächlich in unseren 25 Jahren, die das Zentrum besteht, 18 pädiatrische und 14 weitere juvenile Fälle finden. Da komme ich gleich nochmal dazu. Im Vergleich zu unseren Erwachsenen waren das also ähnlich geringe Prävalenzen wie auch in Enrol abbildbar. Also wir würden auch daher davon ausgehen, dass es also sich um eine sehr, sehr seltene Erkrankung handelt, um eine sehr seltene Manifestationsform bei den Kindern. Wobei man tatsächlich sogar sagen muss, dass wir vielleicht hier sogar noch ein Bias hier bei uns haben, weil wir die Universitätskinderklinik angebunden haben und dementsprechend sogar die Fallzahlen eher tendenziell hier sogar höher sind als vielleicht in der Peripherie, als vielleicht in der Gesamtkohorte der Betroffenen. Und auch hier sieht man bei uns, dass die Patientinnen, die zu uns gekommen sind, im Mittel auch diese Verzögerung zwischen Diagnosestellung und den ersten Symptomen hatten. Es kann natürlich darauf zurückzuvollziehen sein, dass die Symptome nicht immer ganz eindeutig sind und nicht immer ganz klassisch für die Huntington-Erkrankung sind, obwohl in vielen Fällen beobachtet auch eben eine klare positive Familienanamnese der Patientinnen bestand. Hier nochmal zum Überblick die klinischen Daten. Im Durchschnitt deckt sich das hier auch wieder mit den Enrol-Daten, also um die 70 CAGs im Durchschnitt. Erkrankungsbeginn um das 10. Lebensjahr und die Diagnosestellung circa um das 13. Lebensjahr. Also es sind tatsächlich Patienten, die sehr, sehr früh im Leben dann erkranken an der Erkrankung. Und das hatten wir vorhin auch schon gehört, das würde passen zu der vorgestellten Antizipation, die eben bei der paternalen Vererbung fast 70% unserer Patientinnen häufiger vererbt wird als bei der maternalen. Was man so ein bisschen grundlegend aus den Fällen vielleicht resümieren kann, dass man einerseits, wenn man sich die klinischen Symptome anschaut, das, was wir vorhin schon gehört haben, eher die sogenannten hypokinetisch-bradykinetischen Symptome im Vordergrund standen. Also tatsächlich eher wie die Parkinson-Patienten mit Bewegungsverlangsamung, Bewegungsarmut, die aufgetreten ist und sogenannte rigide Muskeltonus-Anspannung, also fehlerhafte Anspannung, Dystonien auch der Extremitäten aufgetreten sind.
bei uns lagen von insgesamt 16 pädiatrischen Fällen, wo wir wirklich ausführliche klinische Daten hatten, waren das initiale Symptome in 11 Fällen. Tremor haben wir gehört, also pathologisches Zittern in 37,5% der Fälle. Ähnlich häufig die Dystonie, die auch aufgetreten sind bei den Patientinnen. Und als wesentliche Komorbidität 6 von 16 Patienten, die unter einer Epilepsie, also einem Krampfleiden gelitten haben, als häufiges Symptom, kann man sagen, der pädiatrischen Betroffenen. Aufgefallen außerdem auch noch in ca. ein Viertel der Fälle sind Sprachentwicklungsverzögerungen, die beobachtet worden sind, häufig auch retrospektiv beobachtet worden sind und die dann vielleicht manchmal auch als erstes Symptom der Erkrankung im Setting der Schule aufgefallen sind. Das ist ein wesentlicher Aspekt, den ich gerade schon mal genannt hatte, also die sozialmedizinischen Komponenten der pädiatrischen Erkrankung und die psychiatrischen Komponenten. Und hier nur mal als Überblick, das sind jetzt, wie gesagt, die einzelnen Fälle, die wir klassifiziert haben nach den initialen Symptomen. Und Sie sehen hier wieder 6 verschiedene rote Kästchen, die sich inhaltlich alle angleichen. Und zwar sieht man, dass viele der Patientinnen mit Problemen in der Schule, wie es hier benannt wurde, aufgefallen sind. Probleme in der Schule, ADHD, das haben wir auch schon gesagt, vielleicht sogar als initiale Fehldiagnosen, wenn man so will, oder dass man Symptome vielleicht einfach gar nicht erkannt hat, die auch schon organisch durch die Huntington-Erkrankung bedingt waren. Und der zweite Punkt sind eben hier unten rechts in dem Kästchen, sieht man es, Konflikte, aggressive Verhaltensweisen, die aufgetreten sind. Also das vielleicht auch nochmal als ganz wesentliches Symptom der pädiatrischen und juvenilen Huntington-Erkrankung, Reizbarkeit, auch suizidales Verhalten bei den Kindern und die Schulprobleme. Konsumverhalten, gestörtes Konsumverhalten, was natürlich dann auch wieder die sozialmedizinischen Probleme mit sich bringt, Alkoholkonsumverhalten. Und was uns zumindest noch aufgefallen ist, in Einzelfällen war es so, dass dieses Konfliktverhalten und auch diese, sagen wir mal, sozial-psychiatrische Belastung nicht rein auch von den Kindern ausging, sondern wir auch Kinder gesehen haben, die auch im Setting der Familie vielleicht auch durch betroffene Elternteile, durch das soziale Umfeld, auch durch erhebliche, durch sozialpsychiatrische Probleme geprägt waren, das Umfeld, was natürlich dann auch wieder einen Einfluss auf die Erkrankung hat. Was können wir daraus lernen oder wofür wollen wir sensibilisieren mit unserer Fallsammlung, die wir veröffentlicht haben? Vielleicht in erster Linie aus unserer Erfahrung, dass es in vielen Fällen auch so war, dass eine frühzeitige genetische Testung dann auch in einigen Fällen zu einem, sagen wir mal, zu einer Entlastung der Situation geführt hat. Also dieser Diagnostic Delay, den wir gesehen haben, der manchmal vielleicht auch dadurch bedingt war, dass Ärztinnen auch eine gewisse Scheu haben, diese Testung zu machen bei Kindern, wenn denn Symptome auftreten, wenn Verhaltensauffälligkeiten, wenn vielleicht auch schon motorische Symptome da sind, die dann zu diesem Diagnostic Delay geführt haben. Und die dadurch geprägt waren, dass diese 3,5 Jahre, die ich vorhin beschrieben hatte, für die Kinder auch noch mit erheblichen weiteren Belastungen, wenn man so will, einhergegangen sind. Also einerseits, dass weitere diagnostische Interventionen stattgefunden haben, die für sicherlich viele auch belastend waren. Wir haben da also Lumbalfunktion, Biopsien teilweise, MRT, Bildgebungsdiagnostik, die dann letztlich auch nicht zur Diagnose geführt haben, aber die für die Kinder sicherlich auch eine hohe Belastung mit sich gebracht haben und die eigentliche Diagnose dann erst verzögert mit der genetischen Testung gestellt worden ist, die ja relativ einfach dann bei den symptomatischen auch zu machen ist vom Verfahren her. Und aus unserer Meinung war es so, dass das dann oft zu einer Entlastung, vor allem im Schulalltag, also wenn die Anforderungen an die betroffenen Kinder dann vielleicht nicht mehr so hoch waren, dass das Kind in der Schule nicht mehr mitkommt mit den Aufgaben. Also das hat unserer Meinung nach eher zu einer Entlastung des Anforderungsprofils geführt. Und es war natürlich damit dann auch häufig, wenn man eine Diagnose hatte, auch also eine Diagnose, warum man Auffälligkeiten erklären kann, als Begründung, der Zugang zu den sogenannten individualisierten Therapien, die natürlich ganz entscheidend sind. Also dass man unter Berücksichtigung der Symptome, die wir sehen bei den Kindern,
dann auch Therapiestrategien anpasst und auch unter Berücksichtigung der potenziellen Nebenwirkungen, die diese Therapien machen und die sich natürlich, wir haben es vorhin gehört, ganz von den klassischen Therapieformen unterscheiden können. Wir denken, dass es deshalb auch wichtig ist, oder dass es wichtig war, auch bei unseren gesammelten Fällen auch die Anbindung an ein spezialisiertes Zentrum zu gewährleisten, weil man dann die Teilnehmenden interdisziplinär eben auch begleiten kann. Also mit Logopädie, Physiotherapie, Psychotherapie und eben der individuellen Pharmakotherapie. Das sind so, glaube ich, die Resultate aus unseren Fällen. Man kann es natürlich genauer nochmal nachlesen. Wir haben das publiziert, ist frei zugänglich, aber ich glaube, so als Resultat sind das so die wesentlichen Dinge, die wir daraus lernen können. Das wäre mein Teil gewesen. Wir wechseln, glaube ich, nochmal durch und sind dann noch bereit für Fragen. Genau, das sind nochmal die Kontaktdaten hier von uns, auch von der Dr. Charlotte Thiels, oben aus der Kinderklinik, mit der wir eben seit vielen Jahren kooperieren. Rooming in nochmal als wesentliches Verfahren. Von dem her verbirgt sich die Begleitung nicht nur der Kinder, sondern auch der Elternteile, die dann gleichzeitig mit aufgenommen werden können. Ich glaube, zur Klarstellung möchte ich nochmal sagen, für die genetische Testung ist es ja so, dass jemand, der prädiktiv vorhersagend, also der keine Beschwerden hat und wissen möchte, ob er irgendwann einmal erkrankt, dass das nur ab 18 möglich ist und nicht für Kinder möglich ist. Und da können auch Eltern nicht für ihre Kinder entscheiden. Aber die Situation ist ganz anders und das ist vielleicht auch diese Verzögerung der Entwicklung, diese Unsicherheit, die besteht. Die Situation ist ganz anders, wenn man den Verdacht hat, dass ein Kind Beschwerden hat und Symptome hat. Immer dann, wenn jemand Beschwerden hat, kann letztlich jeder Arzt, der Kinderarzt und der Neurologe, dann als Differentialdiagnose auch eine genetische Testung machen. Ja? Und ich glaube, dass ein Teil der Verzögerung so ein bisschen an der Scheu daran liegt und man auch Angst hat, dass man jetzt das Kind zu sehr belastet dadurch, dass man da diese Diagnose stellt und dass das Kind dann ganz spät ist. Und das ist eben ein bisschen das Erstaunliche. Das ist natürlich eine Sache, die schwierig ist, die man auch sehr genau besprechen muss, auch im Einzelfall besprechen muss. Aber tatsächlich war unser Eindruck bei vielen Fällen, das kann man nicht generell sagen, dass es eigentlich eher eine Entlastung war für die Kinder, dass sie vielleicht die ganze Dimension der Schwere der Diagnose oft gar nicht so richtig erfasst haben, aber auf der anderen Seite sehr erleichtert waren, wenn man dann sagen konnte, es liegt nicht daran, dass du dich nicht genug anstrengst in der Schule, dass du nicht genug lernen kannst. Die Kinder haben sich Mühe gegeben und haben gelernt und sie konnten nicht mehr so gut lernen und waren frustriert. Und das hat teilweise zu schweren Frustrationen, Depressionen geführt. Und wenn man dann eben feststellen konnte, das hat einen Grund, dass du nicht mehr richtig lernen kannst und dann mit der Schule bespricht, dass das Kind noch versucht, im sozialen Umfeld zu haben, noch zur Schule geht, aber eben die Tests nicht mehr bewertet werden oder solche Sachen, dass man einen Freundeskreis behält, aber das Kind entlastet dadurch, dass man den Leistungsdruck entlastet letztlich, hatten wir den Eindruck, dass das für die Kinder häufig das Wertvollste und das Hilfreichste war. Und dann, wenn man eben das Gefühl hat, neurologische Symptome bestehen, das ist bei psychiatrischen Symptomen alleine schwierig, da weiß ich nicht, das würde, glaube ich, wäre zu schwierig, dass man bei neurologischen Symptomen, deshalb eben die genaue Untersuchung wichtig, dann kann man auch bei Kindern eine genetische Untersuchung machen, aber nicht vorhersagen, das geht nicht. Also es können nicht Eltern für ihre Kinder sagen, ich möchte jetzt mal wissen, ob der oder diejenige irgendwann mal erkrankt und dafür einen Gentest bei meinem Kind machen, damit kann ich es besser vorbereiten darauf, das geht nicht. Das können immer nur, kann jeder für sich selbst mit Volljährigkeit entscheiden. Okay. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Das war nämlich die Frage, die ich mir gerade eben aufgeschrieben hatte. Die war schon beantwortet. Wir haben gerade eine Frage reinbekommen. Mhm. Man kann die auch sehen. Ach so, hier gibt es die Frage wegen dem Vortrag, dass man sich das nochmal ansehen kann. Ich denke mir, das können wir mit beantworten. Im Nachgang kann man sich das nochmal in Ruhe anschauen. Ich hätte wohl noch eine Frage, und zwar, es war eben geredet davon, dass auch die Kinder an der Enroll-Studie teilnehmen können.
Ab welchem Alter wird das empfohlen? Also wir handhaben es hier so, dass wir das erstmal nicht per se machen, sondern Kinder erstmal nicht mit einschließen. Aber die Kinder, bei denen Beschwerden bestehen, da versuchen wir, die mit einzuschließen, weil das wissenschaftlich dann wieder interessant ist und dann geht eigentlich jedes Alter. Ich persönlich halte es hier in Bochum so, dass ich nicht alle Kinder sofort mit einschließe. Ich mache es sogar teilweise so, dass ich auch die Familienanamnese nicht unbedingt für die Kinder noch mit erweitere, sondern das auch gar nicht mit abfrage. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, kommt aber darauf an, aber das wäre alles ganz anders, wenn jemand Beschwerden hätte und wenn mir jemand sagen würde, ich habe das Gefühl, mein Kind hat Beschwerden, dann würde ich natürlich eine Vorstellung empfehlen und dann erstmal, dass man das untersucht. Und dann, glaube ich, würde ich mit Absprache mit demjenigen das auch gerne in der Familienanamnese angeben. Oder wenn der oder diejenige und das Kind auch einverstanden wäre, auch das Kind dann gerne bei Enroll mitmachen lassen. Da würden dann die Eltern natürlich, ist auch da ist es so, dass manchmal sogar beide Eltern auch unterschreiben müssen, was dann manchmal schwierig ist, wenn der andere erkrankt ist. Aber das muss man im Einzelfall besprechen. Also ich persönlich halte es hier so, dass wir Kinder nicht regelhaft einschließen, sondern dann, wenn es interessant ist, muss ich sagen. Dann hätte ich noch eine Frage. Ich glaube, dass das viele so machen und deshalb waren wir eben so überrascht, dass wir doch relativ wenig gefunden haben. Aber das mag trotzdem sein, dass es in anderen Zentren anders gehandhabt wird und dass das der Grund ist dafür, dass die Zahlen bei uns so niedrig waren. Deshalb muss man da weiter forschen. Da haben wir gleich noch zwei Folien, noch eine Sache, auf die ich gerne hinweisen möchte. Aber machen wir jetzt die Fragen. Ich glaube, an Fragen so haben wir keine mehr. Aber du hast noch eine Frage. Und zwar, wenn die Eltern den Verdacht haben, dass das Kind Symptome hat, was würden Sie da empfehlen? Wie sollten die Eltern vorgehen? Also ich glaube, dass dann eine Untersuchung gut wäre und dafür eben diese Kontaktadresse hier. Das ist unsere Kinderklinik, mit der wir eben schon seit immer schon eine Kooperation haben. Sie Frau Dr. Thiels, die da ganz wesentlich zusammenarbeitet, aber auch andere Kollegen, auch der Professor Lücke selber als Leiter der Klinik ist da sehr engagiert mit dabei, wo wir aus ganz Deutschland auch Kinder haben, muss man sagen, die wir behandeln, auch teilweise schwer erkrankte Fälle jetzt hatten in den letzten ein halben Jahr, dreiviertel Jahr und dort dann auch ich mit dazu komme und wir gemeinsam dann praktisch dann mit den Eltern oder dem Kind auch das besprechen und dann besprechen, wo wir das Gefühl haben, hat das wirklich was damit zu tun? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, vielleicht auch tatsächlich eine weitere Diagnostik zu machen oder würden wir eher beruhigen und das beobachten einmal. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich dabei ein Zentrum vorstellt. Das ist sicherlich auch in anderen handigen Zentren möglich. Okay, vielen Dank. Dann hätte ich noch mal eine Frage. Mich würde interessieren, in den Fällen, wo das Kind beobachtet wurde und auch genetisch untersucht wurde, gab es dann auch den Fall, dass ein Kind dann doch kein Huntington hatte und was wäre es dann gewesen? Oder aus anderen Erfahrungen, vielleicht nicht bei euch? Also es gibt ein paar Fälle, an die ich mich erinnere, wo wir dann aber auch keine Diagnostik gemacht haben, wo wir eher das Gefühl hatten, dass es eine psychische Ursache hat, dass ein Kind durch die familiäre Situation auch belastet ist und dass eher so eine psychische Komponente hat und das eher beobachtet haben, wo wir, soweit wir das nachbeobachten konnten, sich dann auch stabilisiert hat. Und eine Sache, die da immer wieder schwierig ist, wenn wir sagen, es gibt ein Tremor, also ein Zittern bei der Erkrankung, das gibt es auch, gibt es auch bei Erwachsenen selten, aber auch gerade bei der juvenilen Form, dass es so ein Zittern der Hände gibt. Dieses Zittern der Hände gibt es aber auch als sogenannten essentiellen Tremor. Das ist eine sehr häufige und weit verbreitete neurologische Erkrankung, die viele Menschen haben und die auch gerade häufig in der Pubertät anfängt. Und dieses essentiellen, diesen feinschlägigen kleinen Tremor haben. Und dann die Frage ist, ist das jetzt Huntington oder ist das vielleicht ein essentieller Tremor, was ganz anderes? Ich frage mich zum Beispiel, ob sowas bei diesen Fällen mit 45 oder 47 der Fall sein kann.
für den essentiellen Tremor. Es ist sehr typisch, das ist eine der wenigen Sachen, wo der Arzt, der Neurologe empfehlen darf, mal ein kleines bisschen Alkohol zu trinken, weil der häufig sehr gut alkoholsensitiv ist und sich häufig bessert mit einem kleinen Stück Alkohol und nicht vollkommen betrinken, aber ein bisschen. Und der hat auch der. Nicht bei den Kindern, genau. Auch der hat eine Familienanamnese. Auch dieses Zittern gibt es häufig in der Familie gehäuft. Deshalb ist das manchmal so neurologisch vielleicht eine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, ob das hinter diesen Fällen stecken kann. Wer hat das deine Frage? Haben wir alle Fragen geklärt, oder? Die Frage geht jetzt, ob ihr nochmal die Telefonnummer auflegen könnt. Ja, ich wollte auch noch was zeigen. Naja, ich habe euer Präsentieren eben beendet, damit wir euch alle sehen können. Genau. Weiter. Was ist nochmal die Nummer? Und ihr habt noch was zu bieten, habe ich gehört. Ja, was Kurzes, was wir ja schon besprochen haben. Also ich glaube, wenn man hier bei uns im Zentrum anruft, können wir die auch geben. Aber sonst ist das eben von der Kinderklinik da oben die Nummer, wo man sich an eine Ambulanz bei Frau Dr. Thiels, wo ich dann auch mit dazu komme, einen Termin holen kann. Und da oben dann stimmt auch. Was heißt Rooming In? Das verstehe ich nicht. Rooming In heißt was? Rooming In heißt, dass da Elternteile mitkommen können. Also dass man zu zweit aufgenommen wird. Das ist auch was, was wir jetzt auf der Station beobachten, dass man zusammen ein Zimmer hat. Ja, wenn es stationär ist. Aber meistens erstmal ein ambulanter Termin, ganz gut. Ja. Und worauf ich zum Schluss noch hinweisen möchte, oder wir beide, Michaela, glaube ich, darauf hinweisen möchten, ist eine, ja, man darf, glaube ich, es ist eigentlich keine Studie, eine Initiative, der Selbsthilfe, es ist also nicht eigentlich eine Initiative der Ärzte, sondern ist von Patienten für Patienten, nennt sich JoinHD, ist im Moment in England vor allen Dingen aktiv, aber wir möchten es auch nach Deutschland aktiver machen, für juvenile oder pädiatrische Huntington-Fälle, wenn eben jemand das Gefühl hat, das Kind könnte, es könnte für Kinder relevant sein, soll auch darüber praktisch ein Kontakt erstmal mit Selbsthilfe und anderen untereinander hergestellt wird. In einem ersten Schritt soll das erstmal ohne, dass es eine Ethikkommission oder so etwas gibt oder eine wirkliche Studie gibt, erstmal ein Kontakt einfach nur sein. Spätere Stadien der Untersuchung gibt es dann vielleicht auch Untersuchungen. Da muss man noch eine Ethik zu machen. Das muss man dann organisieren. Das gibt es noch nicht. Erstmal ist der erste Schritt nur da, ein Kontakt. Wie häufig gibt es die Frage überhaupt? Gibt es Leute, die das Problem haben? Und da gibt es diese E-Mail-Adresse, dieses registry@hdyo.org, wo man, wenn man das Gefühl hat, man hat Kinder, die erkrankt sind, Kontakt aufnehmen kann, wenn man das möchte und wo dann eben jemand dort ist, der dann Kontakt aufnimmt mit einem, um eben zu besprechen, wie es weitergeht. Das ist bis jetzt alles auf Englisch. Und ich glaube, Michaela, wir wollen uns bemühen, dass es das bald auch auf Deutsch gibt und auch mit dem Hintergrund, vielleicht zu gucken, stimmt denn diese Zahlen, aber wo ist denn die Häufigkeit? Sind das jetzt wirklich nur 0,6%, etwas, was viele andere Forscherkollegen sehr skeptisch betrachten, da unsere Zahlen glauben, es ist höher. Andere sagen, ja, wenn ich drüber nachdenke, tatsächlich, ich habe auch nicht so viele Fälle, also wir glauben, dass eigentlich unter 1% ist, dass es wirklich seltener ist. Ich glaube, damit möchten wir uns bei allen bedanken und möchten wir vor allem bei euch bedanken, dass wir das möglich gemacht haben. Ich hoffe, es war hilfreich und waren die Fragen, konnten wir beantworten, die ja beschäftigt haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Bitte. Also ich glaube, da müssen wir uns bedanken, dass ihr uns das da so wunderbar erklärt habt und die Fragen beantwortet und auch mit uns geduldig gewesen seid. Ich glaube, dass da ganz viel Aufklärung stattgefunden hat, auch bei mir vor allen Dingen, dass ich das jetzt auch so weitergeben kann, die Informationen, wenn wir jetzt Anfragen haben. Und wir werden das dann auch weitergeben mit dem, was gerade empfohlen worden ist, mit dieser Registrierung, weil das finden wir auch ganz wichtig. Deswegen machen wir das ja auch, dass wir jetzt das ins Leben rufen, dass Eltern sich bei uns melden, mit Familien Kontakte knüpfen. Und ich denke mir mal, da bringen wir was ins Rollen und werden auch was erreichen.
Ganz, ganz vielen Dank auch von mir. Das war sehr informativ, sehr viel Stoff für heute. Eine Frage haben wir noch im Angebot. Nimmst du die, Sonja? Lest du die vor noch gerade? Siehst du die? Moment. Ja, und zwar gibt es eine eindeutige Diagnose, Parkinson oder Westphal-Variante bei einer Person positiv, die positiv auf Huntington getestet ist. Ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig, aber also eine Parkinson-Erkrankung tritt in der Regel nicht im Kindesalter auf. Es gibt auch ein paar sehr, sehr seltene Parkinson-vererbte Formen, die auch bei Jugendlichen dann schon auftreten können. Oder bei, ja, aber eigentlich nicht im Kindesalter. Das wüsste ich jetzt keinen Fall, muss ich sagen. Und wenn eben tatsächlich jemand von der neurologischen Untersuchung her verlangsamt wäre, und dann eben das, würde man das Huntington-Gen untersuchen. Und wenn das dann eben entsprechend eine höhere Repeatzahl hätte, dann wäre die Diagnose einer Westphal-Variante zu stellen. Und eine Parkinson-Erkrankung eigentlich in so frühem Alter wäre mir nicht bewusst, dass das geht. Also das ist dann nicht Huntington. Es gibt noch andere seltene Differentialdiagnosen, Wilson Disease und so weiter. Das wird aber, glaube ich, jetzt zu komplex. Da muss man wirklich dann eine komplexe Abklärung machen, wenn es eben nicht um Huntington geht. Bei Huntington ist es ja so, dass es in der Regel in der Familie bekannt ist, bei diesen Kindern. Das, was ich sagen muss, ist, dass ich ein paar ganz wenige Vater-Kind-Paare erinnere, wo es tatsächlich so war, dass das Kind vor dem Vater oder ja, dem Vater in der Regel dann erkrankt ist. Und das erst bei dem Kind die Diagnose zu stellen war und eigentlich der Vater dann eine viel geringere Repeatzahl hatte und viel später erkrankt ist. Das ist aber auch die Ausnahme von der Regel. Ja, jetzt kam hier gerade die Ergänzung, dass das bei einem Erwachsenen. Beim Erwachsenen, ja, auch da könnte man ja über die Genetik, die Huntington-Genetik, dann die Diagnose stellen, ob es sich um Huntington handelt oder um ein Parkinson-Syndrom. Also, wenn bei einem Erwachsenen würde man ja bei der Huntington-Erkrankung auch eher dann nicht diese Verlangsamung, sondern eben eine Chorea erwarten. Und in Einzelfällen vielleicht nochmal zum Verständnis, dass wir dann von der parkinsonoiden Symptomatik auch gesprochen haben. Das ist dann eher das Verlangsamte, bradykinetische, was in Einzelfällen auch bei den Erwachsenen auftreten kann. Tatsächlich. Das glaube ich verwirrend, wenn wir so davon gesprochen haben, wie ein Parkinson. Also es ist dann keine Parkinson-Erkrankung, es sieht nur so ähnlich aus. Es ist eine parkinsonoide Symptomatik. Das ist vielleicht das Verwirrende jetzt hier gewesen. Aber das ist nicht dann eine Parkinson-Erkrankung im engeren Sinne. Aber es gibt eben auch, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen verwirrend ist. Das muss man trennen, so ein bisschen. Vielleicht mal zur Klarstellung nochmal. Ja. Danke dafür. Ich habe noch zwei, drei Folien zum Abschluss, die ich noch zeigen wollte. Das ist die Stelle, wo man später das Online-Seminar findet. Also, wir haben nochmal zusammengetragen seitens Deutscher Huntington-Hilfe, was haben wir denn als Infomaterial, wo man das nochmal in Ruhe nochmal nachlesen kann. Da gibt es eine kleine Broschüre, die juvenile Form der Huntington-Krankheit, die einige Aspekte beleuchtet, wie es bei uns im Shop zu bekommen. Es gibt ein Kinderbüchlein, das ist total süß geschrieben und ganz neu. Das ist eine, die Prenja, die hatte selber die juvenile Form der Huntington-Krankheit. Das erklärt nicht die Krankheit, aber wie ein Kind sich durch die Krankheit lächelte, ist ganz süß geschrieben. Gibt es seit kurzem bei uns im Shop. Und das, was Carsten eben erwähnte, die Leitlinie, die kann man im Internet finden zum Runterladen. Wir stellen eine gedruckte Version davon auch zur Verfügung, kriegt man auch über unseren Shop. Dann haben wir auf der Webseite jetzt seit auch jetzt im Startzeit dieser, dass wir das Online-Seminar vorbereitet haben, haben wir uns eine extra Rubrik eingerichtet, rund um die juvenile Form der Huntington-Krankheit, eine eigene Seite einzurichten, wo man auch vieles nachlesen kann. Und auch wir haben verweisen auch auf HDO, das ist die internationale Jugendorganisation, die auch diese Joint HD-Registrierungsstudie anbietet. Und die haben einige Artikel rund um Huntington, die so ein bisschen ja, lebensnaher, nicht so wissenschaftlich sind, sondern was heißt das denn für eine Familie mit Huntington, Jugendliche zu leben?
wo finde ich weitere Quellen, das Thema mit der Diagnosestellung, wie rede ich mit Kindern. Da gibt es ganz wertvolle Informationen auf der HDO-Seite, die auch ins Deutsche übersetzt sind. Und das war mal eine Ergänzung HDO, diese Join HD, das Angebot, werden wir, glaube ich, in 14 Tagen casten, aber jetzt einen Termin mit den Verantwortlichen von HDO und werden dann mal darüber sprechen, es besser zu verstehen, was heißt das genau und wie bekommen wir das dann nach Deutschland. Das sind die gleichen HDO. Genau, bei der DHH, Sonja kennt ihr jetzt alle schon, hat das Angebot für Familien und Kinder bei uns ins Leben gerufen, eine eigene E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann, auch jetzt, wenn es im Nachgang nochmal Fragen gibt, nochmal bei Sonja melden. Wir haben unsere Geschäfts- und Beratungsstelle, wo man sich hinwenden kann für individuelle Fragen. Aber auch regional gibt es unsere Landesverbände, wie unsere Gruppen, wo man sich mit anderen austauschen kann. Ganz neu, Sonja hat es auch schon angesprochen, wir wollen jetzt ein extra Treffen einberufen, ein Online-Treffen. Das soll schon nächste Woche Mittwoch stattfinden, wo man sich dann unter Eltern auch austauscht. Ich habe die E-Mail-Adresse hinten falsch geschrieben. Das werde ich mal korrigieren. Wo man sich austauschen kann, wenn Fragen hat, wie mache ich mein Kind, wie macht es sich, was ist es mit, ist es schon juvenil, soll ich mal zum Arzt gehen, welche Fragen kommen da auf, dass man da sich einfach auch austauschen kann, das starten wir ab nächster Woche schon. Auch neu wird sein, wir machen ein Online-Meeting für Genträgerinnen und Erkrankte über 35, haben wir schon das Treffen für junge Leute gleich weiter unten, aber jetzt machen wir einen Hügel, das ist das dänische Wort für Gemütlichkeit und einen netten Austausch machen wir auch ab Ende Juni zum ersten Mal. Da kann sich auch gerne bei mir anmelden. Es gibt schon das längere, das den Austausch speziell für Angehörige und Partner und auch den für junge Leute, die ganzen Online-Treffen, die wir alle schon im Angebot haben. Das Thema Kinderwunsch ist unser nächstes Online-Seminar. Das bieten wir am kommenden Samstag an. Da kann sich auch noch gerne für anmelden. Und dann findet man die Webadresse, wo die Unterlagen und Aufzeichnungen zu finden sind. Genau. Das war es, was ich noch loswerden wollte zum Schluss. Also wir wollten hier keinen jetzt hier überfordern, alle Informationen, wie die Aufzeichnung kommt. Wir sind als Ansprechpartner, stehen wir zur Seite und wer dann noch Fragen hat, auf alle Fälle melden. Dafür sind wir da gerne da. Und nochmal euch ein herzliches Dankeschön, Sonja und Anne, für die tolle Idee, das heute hier zu machen. Und an euch beide nach Bochum, danke für die vielen Informationen, die ihr heute weitergegeben habt. Ja, danke. Gerne. Dann sagen wir Tschüss an dieser Stelle. Einen schönen Tag und Wochenende. Vielen Dank und tschüss und gerne melden, wenn jemand Fragen hat oder teilnehmen möchte. Dankeschön, tschüss.